Epilepsie-Warnung. Dieses Spiel benutzt Stereo-Sound. Benutzt Kopfhörer oder stirb. Dieses Spiel speichert automatisch. Mach den Computer nicht aus. Und wähle deine Sprache. Ich nehme mal diese hier, von der habe ich viel gehört. Hallo? So, Loading. Und der Sommer von 58 hat mir gerade die Settings verstellt, glaube ich. Ja, ich würde das aber schon gerne so sehen. Fullscreen, yes. Renderqualität bitte ganz oben. Max FPS, weil ich eh nicht mit mehr aufnehme, nur auf 60. Dann apply ich mal. Das sieht dann so aus. Oh, jetzt braucht die Maus viel länger. Naja, egal. So. Kredite, neues Spiel. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer kleinen Probeaufnahme. Ich weiß noch nicht genau, ob hier alles funktioniert. Deswegen teste ich es gerade noch mal ein bisschen durch. Und vielleicht muss ich noch mal neu aufnehmen. Und ich dachte mir, momentan nehme ich mit dem komischen Headset auf. Guten Abend, ich bin komisch ausgeleuchtet, weil ich gerade... Ja, ich befinde mich gerade im sogenannten Not-Setup, ja, weil bei uns, vielleicht für Leute, die es noch nicht wissen, ist der Keller vollgelaufen unten. Das heißt, die ganze Sammlung, der ganze Vorraum, das ganze Studio, der Technikraum. Und jetzt habe ich mir hier unterm Dachboden behelfsmäßig so ein Ersatzstudio aufgebaut. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen, deswegen auch dieses komische Puschelmikrofon. Wenn also die Sprachqualität irgendwie komisch ist, dann wisst ihr Bescheid, warum. Es liegt nur an mir. Ich habe es extra getan, weil ich bin einfach so ein destruktiver Mensch. Ich will alles brennen sehen. So, ich drück mal, warte mal. Dieses Mikro ist nicht für meinen Bart geeignet, merke ich gerade. Hätte ich die Webcam nicht an, würde ich sagen, wären meine Beinhaare. So, ich mache New Game. Manchmal erfinden Leute Dinge, die es gar nicht gibt. Es kommt ihnen so vor, als ob irgendeine Entität ihr Gehirn kontrolliert, ihr Bewusstsein kontrolliert und ihr Leben. Sie tun schreckliche Dinge und das kann dich verrückt machen. Ich glaube nicht an paranormale Phänomene. Ich glaube, dass die Probleme, die Leute begehen, ihre eigene Schuld sind. Komisch geschrieben. Oder die Schuld derjenigen, die sie dazu gezwungen haben oder sie dazu gebracht haben. Und um seinen eigenen Augen zu trauen und nicht Fiktion. Oh Gott, das ging zu schnell. Bastard. Sünde, Sünde, Hass. Bastard, Sünde, Sünde, Hass. La 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 la. Ich spiele das gerade nicht selber, das passiert hier gerade einfach. Es sieht ein bisschen aus wie Outlast, ne? Oben links. Und dann noch mit der Nachtsicht. Erinnert mich sehr an Outlast 1. Ich durchsuchte alle Ecken, aber ich fand keinen Beweis für paranormale Aktivitäten in diesen Häusern. Jetzt gehe ich ein verlassenes Pioniercamp in Russland, weil meine Abonnenten, ja, hier, um Gottes Willen. Auf jeden Fall, es gibt eine Menge Geister von toten Leuten an diesem Platz. Die Leute hier, die gehen da nicht gerne hin, hier wegen Tragödie, und ich beeile mir ein bisschen und ich schließe die Tür vom Gebäude, und sodass ich nicht mehr rauskomme, denn ich bleibe hier ein paar Nächte und recording a report. Ich habe eine Videokamera, ich habe einen Schlafsack, ich habe einen Rucksack mit Dingen und ich habe was zu fressen. Und das war meine Hüfte. Ich glaube, das war das Geräusch, das wir uns hier eingeschlossen haben. Hat er sich eingenagelt? Ist das nicht ein bisschen over, sich... Emika Games präsentiert. Wir müssen das Camp erforschen. So, okay, das sieht sehr schön aus hier. Gefällt mir sehr gut alles.
Novichopechov Kosmos. Neuer irgendwas im Kosmos. Das zweite Wort weiß ich gerade nicht. Also im Weltall. So, hier die frühen Emotes. Das sind die Emotes der 90er Jahre, der frühen 90er. Das waren Aufkleber. Pionierflagge. Die rote Flagge natürlich. Dann eine Melone mit einem sehr dünn ausgeschnittenen Stück. Der Nieder kriegt eins, ja. Kommunismus. Dann haben wir noch ein Häschen. Und zwei Pflaumen kennt man heute nur noch als Emote. Das kennen Leute gar nicht mehr als das. Das war früher mal ein Obst, ja. Heute ist es nur noch Emoji. So, und ein Kreisel. Das war früher ein Spielzeug, ja, wo es heute halt sowas hier gibt. Bäm. Irgendwie PC, das sieht nicht realistisch genug aus. Da hat man früher mit sowas gespielt. Du drückst da drauf, ja. Das war ein russisches Spielzeug. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gab. Du drückst da drauf, ziehst raus, drückst rein. Und dann dreht sich dieser Brummkreisel einfach die ganze Zeit im Kreis. Und das war der Spaß des Jahrtausends. Der hat sich nur gedreht. Da ist nichts weiter passiert. Der hat sich gedreht, ist irgendwann umgefallen, wenn der Schwung nicht mehr groß ist. Und das war der ganze Spaß. Ist fast so geil, wie mit 4K zu spielen. So. Hier haben wir die gleichen nochmal. Okay, da wurden wahrscheinlich irgendwie Regenjacken, Schuhe. Was? Ugolok? Oder? Ja. Okay. Wortbritschni. Okay. Ah, hier kann man Feuerwehr rufen. Also im Falle eines Feuers. Da ist ein Zettel. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ich muss mein Russisch-Englisch-Wörterbuch holen. Okay, gut. Ich hole erstmal das Englisch-Russisch-Wörterbuch. Ich selber, wenn ich das jetzt übersetze, dann haben wir die ersten drei Folgen schon voll. Oh, Kukla. Warte. Eine Matroschka. Können wir die vielleicht auch... Ich würde die gerne aufschrauben. Ich will auch gucken, ob da auch kleinere Matroschkas drin sind. Hier sind noch... Dima... Genia... Okay, da sind noch Namen auf den Schränken. Sehr detailliert. Vielleicht später noch nötig. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt einfach gestartet. Jemand hat hier Katzen gefüttert. Das ist, glaube ich, nicht unüblich. In Russland und auch in anderen Ländern ist das, glaube ich, nicht unüblich. Oh. Draußen höre ich einen Zug. Die Beleuchtung hier ist übrigens auch noch nicht so geil, ne? Also ich, wie gesagt, gibt noch ein bisschen was zu tun. Oh, die Pravda! Oh! Okay, wir brauchen erstmal unser Lexikon, um zu übersetzen, was da steht. Hier wahrscheinlich auch, ne? Ist alles russisch. Wir werden unser Lexikon suchen. Und dann können wir alles sofort verstehen. Ich entferne das einfach mit Geräuscheffekten. Wir brauchen keine Animation, denn wir haben die beste Animation der Welt, den menschlichen Verstand. So, ich komme hier gar nicht rein. Achso. Entschuldigung. Der menschliche Verstand. Die einen mehr, die anderen weniger. Das sah gerade schon so abgemacht aus. Da ist eine Postkarte, hier sind Töpfe, ein paar Kippen. Kein russisches Game ohne Kippen. Da sollte man seinen Vogel nicht halten. Das, ja, der Arme, der ist nicht mehr so gesund. So, ein, ja gut. Ich glaube, das war mal ein Spielplatz. Ich glaube, das ist keiner mehr. Ich glaube, der ist zugewuchert. Sehr schön grün. Sehr schön braun. Sehr schön schwarz. So, hier ein Koffer aus der Schweiz. Wahrscheinlich Geld drin. Trud, budut, budut. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Warum ist denn hier alles... Kann ich die mitnehmen? Nee, eine Gasmaske können wir gar nicht mitnehmen. Warum auch immer hier welche liegen. Von den Spielzeugen können wir auch keine mitnehmen. Schade. Die Post anderer Leute können wir auch nicht lesen. Außer die Zettel sind hier so convenient aufgehangen. Schade. Wir brauchen aber unbedingt unser Lexikon, ne? Sag mal. Ich wusste doch, ich habe die ganze Zeit was gehört, dass da irgendjemand irgendwo ruckelt an der Tür oder so. Klassiker, wir brauchen eine Sicherung.
Das ist die alte wahrscheinlich. Was war hier? Oh. Lag direkt zu Anfang. I was translating some Russian books in college. Ich habe einige russische Bücher im College übersetzt und deswegen brauche ich ein Wörterbuch, weil ich sonst überhaupt nichts lesen kann, weil ich schon einige Bücher übersetzt habe aus dem Russischen. Klar, natürlich. So, unsere Kamera. Okay, Night Vision brauchen wir noch nicht. Kommt später erst mit F. Finde ich gut. So, okay. Dann können wir jetzt alles lesen. Ich hätte vielleicht mich vorher mal direkt umgucken sollen. Stattdessen gucke ich natürlich hier auf diese Dinge, auf diese Emojis. So, okay. Wo ist denn der Zettel jetzt? Ich hatte Angst und ich wusste, es würde nicht hier enden. Ich habe ihr vertraut, meine Freundin Anna. Es tut mir leid, dass ich das nicht aufhalten konnte. Aber da ist doch eine offene Tür. Wer wirft den Ball durch die offene Tür? Das war doch keine Katze! Das war doch keine Katze! Welche Katze macht denn so laute Geräusche? Du Arschlochkatze! Hier ist Glas gesplittert, aber da ist kein Glas gesplittert. Ich dachte, das ist ein entspannendes, schönes Walk-Spiel. Es wird bald dunkel. Ich muss Kerzen suchen. Wie, es wird bald dunkel? Und wieso jetzt die Luftsirenen? Ich wollte gemütlich spazieren gehen, Mann. Okay, wir können auch rennen, in Anführungszeichen. AKA schneller gehen. Okay. Die Krähen werden unruhiger. Ich weiß nicht genau, was hier passiert gerade. Da hat man noch einen Brief. Du musst einen kleinen Spiegel aufnehmen und vor einem großen stehen, um einen Korridor zu erstellen. Sag dreimal, barfüßige Lady, zeig mir mein Schicksal und ich gebe dir meine Schuhe. Okay, Girls in Russia love to guess in the camps and believe in the existence of... Okay. Ach, diese Girls in Russia. Man kennt sie ja. So. Warum ist denn die Luftsirene? Oh, das da draußen so Hintergrund.png, ne? Schön. Wo war denn die Zeitung? Oh Gott, hier sind schon wieder komische Geräusche. Immer wenn dieses unangenehme Geräusch kommt, passiert doch irgendwas, oder? Ich wollte... Ach, die Kerzen. Das sind immer schöne Kerzen. Und noch ein Foto. Das, früher hätten wir gesagt, Hot Girls. Kesse Bienen, was ist das denn? Ich will diesen Hasen. Das ist bestimmt HW. Ich will diesen Hasen. So, okay, die Luftsirene ist vorbei. Das heißt, jetzt wird alles gut. Ich kann dieses Holz komischerweise nicht rausruppen. Das ging nur bei der einen Tür. Das ist sehr selektives Holz. War das die Zeitung, die wir lesen konnten? Okay. Und sehr selektive Zeitung offenbar. Der Herr liest nicht alles. Okay, jetzt brauchen wir ein Feuerzeug oder Streichhölzer. Ich habe die Kerzen automatisch dahingestellt. Ich weiß gar nicht wie, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Mann, ich hoffe, die Aufnahme wird was. Es gibt Legenden, dass es einst ein Waisenhaus neben diesem Camp, in der Nähe des Camps gab. Und da lebte einst ein sehr merkwürdiges Mädchen, das Angst hatte vor Wasser. Sie wusch nicht und ging nicht zum Fluss. Eines Tages, da wollten die älteren Mädchen über sie lachen. Sie verbanden ihre Hände und gossen Wasser über sie. Sie hatte große Angst und rannte weg. Sie konnten sie für viele Tage nicht finden. Und dann entschieden sie einfach, dass sie tot war. Aber eines Nachts kam sie zurück, völlig durchnässt in ihrem Pyjama und tötete jeden, der sie gebullied hat, der sie belästigt hat. Danach
kam ihr Geist immer mal wieder im Badezimmer bei einem vollen Mond. Okay, und die sollen wir jetzt finden? Ist das das Mädchen, das wir hier suchen sollen? Wir sind ja spirituell auf der Suche. Kann ich vielleicht jetzt, wenn ich so in die Hocke gehe, kann ich auch nicht, ne? Hier ist auch nichts, okay. Da ist noch eine kleine... Ist das eine Spieluhr? Es ist egal, was es ist. Es interessiert mich nicht, weil ich es nicht mitnehmen kann. Zum Glück haben wir keine Batterien. Anton, Katja, Sascha. Okay. Und der Hase ist weg. Das Häschen ist weg. Das war die Zeitung. Okay. In 1958, gegen Ende des Sommers, da riefen Eltern das Camp an, um herauszufinden, ob alles in Ordnung war mit ihren Kindern, aber niemand antwortete. Als sie schließlich am Camp ankamen, fanden sie niemanden, nur verlassene Dinge und eine Unordnung. All die lokalen Anwohner halfen bei der Suche nach den vermissten Kindern, aber alles vergeben. Okay, ich brauche Streichhölzer. Wo finden wir Streichhölzer? Am ehesten doch in der Küche. Ah, ich höre schon wieder Geräusche. Ich höre schon wieder Geräusche. Was ist das da drin? Sind das Speechki? Oh, warte mal. Ja, nein, sind keine Streichhölzer. Nein. Eine Sicherung brauchen wir auch noch. Ich habe das Gefühl, ich gucke nicht genau genug, aber irgendwie kann man hier auch sehr schnell was übersehen. Ein Foto. Ich wünschte, ich könnte ranzoomen. Einfach ein Foto. Tolle Menschen, die mal gelebt haben. Es vielleicht auch noch tun, je nachdem. Weiß man nie so genau. Okay, da ist noch ein Spielplatz. Hintergrund.png. So, wenn jemand geraucht hat, dann... Nein, nimm mal mit. Okay. I can't always use it. Okay, noch ist es ja hell, ne? Ich kann die Kerzen entzünden. Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Okay, ich habe bei der Technik ein bisschen Probleme. Ab und zu fällt mein Bildschirm hier aus. Das Problem hatte ich aber auch schon, als das Headset im Keller stand. Ich glaube, das ist der HDMI-Verteiler. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe sogar schon eine Idee. Eine Untersuchung. Es gab eine Untersuchung wegen des Verschwindens von Kindern und Angestellten von dem Junost Pionier Camp, das 1955 eröffnet wurde, unter Leitung von Direktor Maria Antanolievna. Entschuldigung, bin ein bisschen außer Übung. Die Verdächtige in diesem Fall ist ein Kind aus diesem Camp. Der Name ist Jakov. Die Beweise der Opfer wurden in seinem Schrank, in ihrem Schrank gefunden. Was auch immer ihm geschehen ist und wo er jetzt ist, weiß man nicht genau. Okay, also ein Er. Jakov, da war ich mir nicht so sicher. Also ich latsche hier immer in drei Räumen hin und her. Ist das jetzt... Ist das das, was wir tun hier? Größtenteils? Hier oben liegen noch Sachen. Ach, Pionierabzeichen. Alles klar, davon hatte ich auch zwei, drei. Oh, und hier, das hat man vorher auch nicht so richtig gesehen. Ach ja. Pionier mit dem roten Halstuch. Da sind sie auch nochmal. With a pioneer ringing march, we go to the aid of the elders. Okay, wir gehen den Älteren helfen. The pioneer grows up brave and is not afraid of difficulties. Okay, der Pionier wächst mutig auf und trotzt jedem Widerstand, wie auch immer. So, okay. Also, tolle Würfel. Das ist noch ein toller Würfel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich noch übersehen habe. Wird es langsam dunkler nehmen, ne? Kann ich die andere Kerze auch noch an? Jetzt kann ich das, okay.
Das konnte ich vorher nicht. Jetzt kann ich meinen Schlafsack ausbreiten. Warte mal, hier ist noch ein Hammer und ein Feuerlöscher vor allen Dingen. Okay, wie breite ich den Schlafsack aus? Und wo? Ich würde ja neben den Kerzen empfehlen. Ist das der Schlafsack? Ja, das ist der Schlafsack. So, jetzt müssen wir uns für die Nacht vorbereiten. Das halte ich für eine sehr tolle Idee. Was soll schon schief gehen? Und wieso wechselt jetzt die Auflösung? Nacht 1. Okay, die Kamera habe ich nicht mehr dabei, die steht da jetzt einfach. Oh. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das Foto lag doch da gerade. Das ist ein anderes Foto. Die war aber gerade noch nicht auf dem Spielplatz. Sexy Mama. It's creepy. Ja, ist halt eine alte Frau, ne? Das hier ist viel creepiger. Warum liegen hier auf einmal überall tote Krähen herum? Wer schließt sich denn hier ein? Wer ist denn so bescheuert? Die Tür ist zu. Wahrscheinlich ist sie gleich wieder zu. Also ich hätte nicht gepennt, bei aller Liebe. Ich wäre Beine in die Hand und Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Ich wäre einfach... Richtung Horizont. Was ist das da? Es sind Kippen. Ich dachte zuerst, es ist ein Maden, aber es sind Kippen. So, wenn ich jetzt zurückgehe, passieren schreckliche Dinge, ne? Und ist das so eine Kindesicherung, ne? Jetzt war es the summer of 58. Ja, bitte? Kommen Sie doch rein! Ich kann leider nur selektive Bretter entfernen. Ich kann die Tür nicht öffnen. Warte, da war doch gerade noch was. War da nicht was? Warte, da ist doch... Ach, der Zettel da. Mann. Ja, nein. Ich hab's mir überlegt. Ich schlaf doch im Ritz. Aber, wieso legt er das immer weg? Der hasst wahrscheinlich Übersetzungen. Wieso habe ich das Spiel nochmal angefangen? Ich wollte einen Walking Simulator. Ich wollte doch nur einen Walking Simulator. So, was ist mein Ziel jetzt? Habe ich Inventar? Habe ich irgendwas? Nee. Was ist denn mein Ziel jetzt, außer hier rumexistieren und Panik schieben? Oh, dieser Horror! Oh. Ich hasse Menschen. Das ist einfach... Entschuldigung, wenn ich auf dem Foto sehe, dann... Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Hier so ein Basie zum Geister verprügeln. Guck mal, da liegt noch eine Karte, aber die kann man nicht... Nee, kann man nicht... Und ein Stahlrohr zum Geister verprügeln. Das wäre halt super, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe hier hin und her und gucke. Wir brauchen eine Sicherung für irgendwas. Also für den Sicherungskasten natürlich. Was immer das dann wieder bringt. Auf einmal sieht die auch gruselig aus. Obwohl die eigentlich nett ist. Ist aber nicht sehr schön zusammengesetzt hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Marsha. Oh. Lag das Buch auch vorher schon drin? Petrov. Kein Karl-Marx-Buch. Was mache ich denn jetzt hier? Ich gehe hier einfach hin und her und... Halt! Halt doch einmal die Klappe. Ich muss mich wirklich konzentrieren.
konzentrieren.